Okay, hallo, willkommen zu einem weiteren Live-Blitz hier auf dem ICC, Internet Chess Club. Und ich suche einen Gegner im 5 Minuten Pairing Pool. Okay, HD Amston. Und ich möchte hier mal wieder ausnahmsweise ein bisschen was anderes machen als üblich. Ich spiele eröffne mit E4, spielt die französische Verteidigung und ich tausche ab. Okay, sieht sehr Remi-mäßig aus, das ist auch ein starker Gegner, also man muss so spielen, also um, denke ich, eine Chance zu haben. Er kommt aus Finnland und ja. Jetzt geht es weiter im Text, zum Beispiel hierhin. Beide rochieren. Den Turm auf die offene Linie. Ich weiß nicht, wo ich den Springer hinstellen soll. Es gibt drei mögliche Felder hier. Hier hat er mehr vom Zentrum. Hier hat er noch die Möglichkeit. Ja, ja, ich denke, das ist der beste Zug. Obwohl jetzt hier C4 blockiert ist, aber ich glaube, den brauchen wir noch nicht. Ja, okay, vielleicht positionell nicht ganz ideal. Ich unterstütze hier diesen Springer und falls hier mal irgendwann ein Abtausch erfolgen würde, dann würde ich hier die F-Linie öffnen, denke ich. Ja, er hat hier eine Ansammlung seiner Offiziere. Also es ist sehr kompakt, steht er hier. Also wirklich sehr defensiv. Ich tausche mal ab. Und die Dame kann hierhin noch nicht, weil ja der Läufer hier noch steht. Aber ich kann seinen. Kann ich seinen Läufer. Nein, es geht nicht. Er schlägt und hat dann ein Fluchtfeld. Das wäre jetzt zu verfrüht. Okay. Ist hier zwar auch noch keine Gefahr, also weil er hier ja mit dem Springer noch deckt. Er könnte jetzt einfach G6 spielen, denke ich. Ja, ich bin gespannt, was er vorhat. Okay, ich möchte B5 spielen, das kann ich hier noch verhindern. Ja, eben C3 wäre jetzt am besten, denke ich, wenn nicht vorher schon dieser Bauer getauscht wird, um mein Zentrum kompakt zu halten, sonst hätte ich hier einen isolierten Bauern. Aha. Okay, er zwingt mich zum Tauschen. Respektive, ich verliere sogar eine Figur.
Ja, das war ganz übel gespielt von mir. Hatte ich so übersehen. Ah, okay, aber wieso tauscht, also man, er hätte ja hier schlagen können und ich hätte den Läufer nicht zurückgewonnen, also das hat er jetzt auch übersehen. Dann machen wir es halt so und jetzt denke ich, hat er die Partie vermutlich sogar verloren, weil jetzt komme ich ziemlich stark rein hier. Vor allem mit diesem Bauern, obwohl klar, das ist hier noch der F-Bauer. Naja, verloren denke ich noch nicht, aber zumindest ziemlich stark ausgeglichen. Vielleicht ein kleiner Vorteil für Weiß, aber minim. Der Springer verteidigt immer noch sehr gut. Diese zwei Felder hier stehen gut, also gibt es kein Durchkommen noch. Und jetzt natürlich auf die offene Linie mit den Türmen. Ja, mal verdoppeln. Falls er stoßen würde, wäre der Springer hier sehr gut platziert, denke ich. Jetzt sieht mein Zentrum wirklich sehr gut aus. Das geht nicht. Wiederum diese Springer in der Verteidigung. Also ich kann hier nicht mit einem taktischen Manöver die Qualität gewinnen, aber ja, nehmen wir hier und hier mal den Sack zumachen und sieht sehr symmetrisch aus, unsere Position könnte remi-mäßig ausgehen. Ich habe jetzt nur noch eine knappe Minute, also ich muss mich wirklich jetzt mal beeilen, sonst wird es dann zu knapp. Er hat auch nicht mehr sehr viel mehr Zeit, aber immerhin eine halbe Minute Vorsprung. Wird vermutlich durch die Zeit entschieden, diese Partie. Ich habe jetzt hier einen Freibauern plus hier eine Schwäche. Und hier auch noch mehrere Schwächen. Also okay, ich denke, das Block hat sich ein wenig gewendet. 34 Sekunden. Dieser Bauer hier. Zu spät leider. Ich habe zwei, also verbundene Freibauern. Wird allerdings leider sehr knapp. Schach. Okay. Ja, er möchte auf Zeit gewinnen. Wird ihm, glaube ich, nicht gelingen. Ups.
Okay. Jetzt sollte es dann bald reichen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.